Rechts oben sind noch welche auf der Mauer. Noch mal einmal draufstechen. Rechts, rechts, ganz rechts. Über den Bergpass da. Ne, noch weiter geradeaus. Jetzt da hoch. Dann noch, da natürlich nach links. Könnt ihr nämlich geschützt laufen und das soll ich sehen durch die Bäume und sonstiges Gesicht halt so schwer. So kommen wir an die Mauer ran. Entscheidet euch, was ihr macht, ob ihr stürmen wollt, ob ihr warten wollt. Ich meine, Verbündete kommen noch. Ihr könnt auch von hier aus jetzt einfach schießen. Ich würde noch ein Stück warten, dann ist nochmal ein größerer Ansturm. Außerhalb. Yes. Autsch. Immer dasselbe von diesem Nummer 88. Und wir gehen gleich mit vorne ran. Gleich aufteilen und... Noch hinter uns. Drehen wir um. Drehen wir jetzt auch um. Sonst werden wir noch geslayt. Achtung, Holze. Hallo, Karten. Hi. Danke. Ach, schau. Vorsicht, Viper. Ja, hab's gesehen. Kommt noch einer von uns? Da ist noch einer. Komm ran. Wer ist das? Jupp, hier. Okay. Ich wollte nur kurz den... Ist noch einer tot, auf den wir warten sollen, oder? Ja, wir warten auf den. Und auf mich. Und auf Viper. Ist es eigentlich erlaubt, dass sie aus dem Voraus gehen? Nein, deswegen wollte ich eigentlich hin anschauen. Also wenn, das ist so, wenn die direkt an der Mauer bleiben, wenn die direkt an der Mauer bleiben, eigentlich schon. Aber, also, es ist so ein, es ist eine ziemlich harte Grenze. Okay. Ich persönlich als Server-Admin und auch unsere Leute, wenn die Admins machen würden, wir sind darauf ja getrillt, wir hätten die schon längst geslayt. Nur, das ist das erste rein und, ne? Ja. Bitte. Die alle hüpfen. Warum hüpfen die? Einfach drüber laufen. Ja? Das ist aktuell nur ein Server-Admin da, oder? Ja. Ja. Der Stand ist noch spielt ja mit. Ja. Vielleicht sieht das ja auch nicht weiter. Wir stellen normalerweise drei Leute, ja. Also wir würden mal drei Leute fallen. Direkt aufteilt als Linien laufen, gerade aufs Fort raus, sucht euch eure Wege selbst. Aber springen die da mit Absicht ganze Zeit irgendwo rein? Meine Muskete ist geladen. Hinter dir, wer auch immer gerade ins Haus gelaufen ist. Bin mit drin, Panda. Fuck. Höh. Rechts oben auf der Bastille noch weiter. Wer läuft da vorne? Achso, das ist Viper. Viper, ja. Du bist gerade an der Grenze, ne? Ich weiß. Nimm den Stein da als Grenze und nicht weiter als Stein. Chris, lassen. Okay. Was ist da los? Macht er das als Marsch? Wieder ohne Grund? Was? Chris, warum bist du gerade? Wieder ohne Grund getötet? Ich war im Nahkampf und der Typ hat reingeschossen. Also, okay. Also, anstelle von Viper hätte ich erst noch auf Chris gewartet. Ich weiß, ich hab's nicht gerade gesehen. Also anstelle von Viper hätte ich auf Kaffee und Chris gewartet. Jetzt sind wir schon vorne bei. Nö.
Dari? Hm? Okay, gut. Weg ist es. Bestimmt gleich auf das Vor. Wurde angeschossen. Erstochen. Bis jetzt können wir direkt loslaufen. Und wir können los. Komm. Shit. Chris, wo ist er? Wo ist René? Reiper, wo ist René? Ich weiß, er ist doch schon da. Also. Okay, dann können wir weiter. Genau, mir nach einfach. Helsing, geh mal in den Nahkampfmodus. Danke. Ich hab ne Idee. Da bräuchte ich mal mehr Leute. Ja, halt. Der eine Teil geht hier vorne bis zur Mauer und wartet da, der andere Teil stürmt dann in der Mitte rein und während der in der Mitte reinläuft ablenkt, kommen wir dann dazu, weißt du? Sind Raketenwerfer erlaubt? Ich glaube nicht. Links von uns steht einer. Hat eingepackt. Stimmt. Achtung, Leute. Ab sofort schon freies Feuer, ne? Verteilt euch, nicht in der dummen Linie laufen. Sonst stirbt nämlich schon jemand. Achtung, mitten im Tor. Nein, Viper! Egal. Die kommt eh wieder. Bin ich mir sicher. Keine Sorge, Viper, deine Muskete kämpft weiter. Muskete nachgeladen von mir. Floki. Floki hat ihn mitten ins Gesicht geschossen. Ach komm. Schön umschrieben, oder Viper? Ja. Need a Manpower. Manpower. Frag nur mal, ob er COH1 spielt. Also wenn er jetzt, wenn Barbarossa jetzt gleich schreibt, you need more technical people. Und Laufschritt vorwärts, Marsch. Ja, warte. Wenn Barbarossa jetzt gleich schreibt, we need more technical people, dann ist er bei mir unten durch. We can't win this, we need more technical people. Ganz sicher? Da. Ach, ich sitze da. Trippel seit Verlatsch. Boom, er schießt. Von dem. Ach, der trifft nicht. Ein Grenzer. Er schießt. Nie was. Siehst du, sag ich doch. So, dann teilt euch mal auf. Mörderfront getötet.
Außer wen? Was war das denn? Ich hab gerüstet mit ausgerüstet. Minus 1. Minus 1? Chris? Ja. Ich bin hier steht in Vollbereit minus 2. Doch nicht. Jetzt nur noch minus 1. Ich glaube, Chris ist AFK. Ich glaube auch. Nein, ist er nicht. Er will auch schon vorwärts marsch. Also Chris, ich bin der Meinung, man hat gesehen, dass ich dich mit voller Absicht getreten habe, oder? Wegen humpelig. Oh, da haben wir keinen. Nächstes Mal trete ich höher. Nett. B. Chris, die Antwort darauf ist darum. Ich habe keine bessere Antwort. Marlin, du läufst alleine. Ich weiß. Sehr auch am Tor. Oh nee. Scheiße. Oh, die macht mehr Teamkills als Kills. Ach, huh. Alles klar, wo kommt der jetzt her? Der ist durch eine Lücke rausgelaufen und dann. Fluki hat Karpfen getötet. Was? Er spawnt einfach hinter mir und tötet mich. Und im Laufschritt vorwärts. Marsch. Was denn? Ich habe mir gerade mal wieder einen krassen Nahkampf eingeliefert, da wurde ich schon wieder erschossen. Hallo, sehr gut. Sehr gute Leistung bis jetzt. Hallo, und ich mit meinen 2 zu 7. Helsing, ernsthaft, konzentrier dich. Ja, ich versuche es. Und verteilen. Hinter euch, die wo gerade durch den Zaun sind. Marlin, bist du da? Ich kriege mir gerade noch eine Kippe fertig, wenn ihr 4 Leute seid, lauft schon los. Ja, einer fehlt jetzt noch. Los. Ja, Marlin ist noch beschäftigt. Nee, lauf, lauf! Ja, wir sind nur zu dritt ohne dich. Ach so. Und. Wartet dann gerade noch, René ist ja eben noch gestorben, der kommt auch noch. Und Chris, Chris und René. Ja, klar, aber René war ja letztes, also kommt der auch hinter, nach dir. Deswegen habe ich dich jetzt nicht genannt. Ja, ich bin sogar soweit. Ja, einer kommt noch. Und im Laufschritt vorwärts marsch. Boah, sieht die Festung aus. Hat jemand da links hingeguckt, wenn wir jetzt gleich am Baum vorbei sind? Also ein Pilz, ja.
Seht ihr das da, die Festung auf der linken Seite? Ja. Ja, sieht gut aus. Wo sitzen da schon wieder Österreich auf der Mauer? Die haben wir doch gerade eben geklärt. Sitzen Als immer noch Jäger. Hier vorne immer. Rechts sind auch noch welche. Ach so, da sitzt du oben drauf, weil man da selbst nicht hochkommt. Oder? Das hier die Treppe? Das ist die Treppe. Oh ne, wir würden da auch hochkommen, okay. Gut. Wir halten jetzt hier die Stellung und warten auf die Verbündeten. Achtung! Hinter dir, der im Haus steht. Ich komme auch gerade rein, halt durch. Komm nochmal ins Haus, okay. Nightless. René, du auch. Bleib im Haus. Bleib im Haus, warte auf unsere Leute. Helft ihm da draußen, der noch kämpft. Im Haus geht raus aus dem. So, jetzt nochmal, jetzt die Stellung halten. Verteilt euch hier. Bleibt auf jeden Fall in der Nähe von dem Haus, dass ihr nicht erschossen werdet. Halt die Stellung und wartet auf unsere Verbündeten. Wenn die Verbündeten da sind, geht's weiter. Versucht nicht zu sterben. Ach, warum kommt er jetzt nicht zu uns? Mit so wenig Leuten können wir niemals bis zur Burg vorstoßen und die einnehmen. Da kommt gleich einer. Wo gleich? Hier. Ah, okay, er ist tot. Er ist tot. Na, ja, wurde geslayed. Gott sei Dank. Hinter uns, hinter uns. Noch einer. Wenn die kommen, können wir los, weil da kommen eine Menge. Dann vorwärts. Wart gerade noch, lass die vorlaufen. Ja, ich übernehme. Ja, Panda läuft. Okay. Wir warten noch auf die letzten zwei. Und Panda René. Dann sterben wir nämlich nicht. Und ich weiß wenigstens, ihr könnt hinter uns. Da ist einer nochmal. Komm einfach zu uns. Mein Musket ist nachgeladen noch. Hi René. Komm, wir gehen da mit der Masse gerade mit. Es sind gerade nur 7 Spieler am Leben von denen. Mhm, wenn jetzt das 5, wenn jetzt die. 9. Okay, wir sind. Ja, wir haben so gut wie gewonnen. Mhm, 65 bringt gerade Nachschub. Vorsicht, die können auch hinter uns spawnen. René, auch wenn wir in einer random Linie drin sind, versuch bitte die Formation zu halten. Wie bitte? Auch wenn wir in einer random Linie sind, also Linie, die halt eben nicht aus uns versteht, bitte versuch die Formation zu halten. Okay. Ich glaube, du bist gerade außerhalb der Linie gelaufen. Ja, ich hab jetzt meinen Bruder gefunden. Okay. 6er Leben, 1 Minute. Einer ist noch auf der Treppe hinter euch. Ist egal. Der kann im Fernkampf niemals unsere gesamte Masse töten, also ran da. Ignoriert den hinter uns, einfach ran da. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht, Leute.
verteilt euch großflächig, aber so von der Bastille, der auf der rechten Seite ist, da ist ja dieses Rechteck, dieser große Turm, das nenne ich Bastille, bis zu der anderen Bastille, wo die Weinfässer davor sind. Und natürlich auch auf die Bastillen mit drauf, aber in diesem Feld verteilen, damit wir ein großes Feld abdecken. Und wenn wir sehen, wo der Feind verstärkt angreift, am Anfang wechseln wir sofort die Position dahin. Ich gehe stark davon aus, dass er links angreifen wird, aber zuerst bleiben wir rechts. Gut, alles nach links. Alles nach links sofort. Wir rücken gerade schon sehr stark nach links aus. Lauft schon mal nach links, ich beobachte. Ja, die gehen alle nach links. Also nur damit das klar ist, solange nicht ein anderer Befehl kommt, habt ihr automatisch feiert, ne? Die Grenzer sind übrigens das MB. Die schießen hier auf diese Position, auf den Mörser. Dann nicht dahin stellen, wo der Mörser einschlägt. Auch auf Entfernung davon gehen, denk an die Splitter. Ich muss nochmal AFK. Achtung, die kommen zum Tor. Leiter steht. Sorry, Panther. Oh, sorry. Bin kurz weg. Wenn ihr AFK geht, wart bis ihr gespawnt seid, stellt euch dann irgendwo sicher ab. Denkt daran, dass ihr euch immer noch abschießen kann. Die gehen genau wie wir über den Wald. Leiter steht. Das Tor. Nicht direkt am Tor stehen, René, und auch nicht direkt oder alle direkt so, dass sie von außen reinschießen können. So ein bisschen auf der Seite stehen. Sonst kommen die kurz ins Tor reinschießen, einfach in die Masse und dass sie dich dann erwischen, ist ziemlich wahrscheinlich. Pass bitte auf, ihr seht das ja, wenn hinter denen steht, dass wenn sich ein Teammitglied vor euch stellt, egal ob es jetzt von uns ist oder von jemand anderem, dass ihr da nicht hinter dem steht, ansonsten werdet ihr nämlich 100%ig erschossen, wenn der zur Seite geht. Oder nicht 100%ig, sondern die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr dann stirbt. Achtung! Panda, warst du auf der Mauer?
René, von wo wurdest du erschossen? Also wo standest du? Ja, ich war auf der Mauer. Ja. Sag direkt an, wenn sie irgendwo in die Festung reinkommen, bitte. Weiter so, Jungs, das funktioniert. Rechts, Leute, rechte Flanke. Die sind schon drin. Kurz AFK. Feuerlinie, Feuerlinie. Brauch ich mal ein bisschen Hilfe. Halten, halten, mit rein. Deswegen mit rein, weil direkt stirbst. Mit einer Feuerlinie vorrücken dann. Bis auf die rechte Flanke. Er liegt da unten gerade noch. Ich move, Achtung. User was moved to your channel. Buddy was moved to your channel. Buddy was moved to your channel. User was moved to your channel. Gegen Verteidigung. Sind, viele stechen sich zur Flagge durch, so Rambo-mäßig. Mhm, wir haben schon gesehen. Wir sind schon unterwegs, die rechte Seite zu safen. Jetzt nützt zurückfallen komplett zur Fahne, weil da schießen die permanent mit dem Mörser drauf. Ja. Gibt's auch keinen sicheren Spot, die schießen überall hin. Nur weil sie auf einer Flanke durch sind, nicht vernachlässigen. Rechts sind sie jetzt recht weit zurückgedrängt, da sind eine Menge von unseren Verbündeten, die das absichern. So Leute, wenn ihr könnt und euch das zutraut, raus. Rechts oben sind noch welche auf der Mauer. Noch mal einmal draufstechen. Rechts, rechts, ganz rechts. Über den Bergpass da. Ne, noch weiter geradeaus. Jetzt da hoch. Dann auch da natürlich nach links. Könnt ihr nämlich geschützt laufen, ohne dass ihr euch sehen durch die Bäume und sonstiges Gesicht hat so schwer. So kommen wir an die Mauer ran. Entscheidet euch, was ihr macht, ob ihr stürmen wollt, ob ihr warten wollt. Ich meine, Verbündete kommen noch. Ihr könnt auch von hier aus jetzt einfach schießen. Ich würde noch ein Stück warten, dann ist nochmal ein größerer Ansturm. Außerhalb. Yes. Autsch. Immer dasselbe von diesem Nummer 88. Und wir gehen gleich mit vorne ran. Gleich aufteilen und. Noch hinter uns. Drehen sie um. Drehen wir jetzt auch um. Sonst werden wir noch geslayt. Achtung, Holze. Hallo, Karten. Hi. Danke. Vorsicht, Viper! Ja, hab's gesehen. Kommt noch einer von uns? Da ist noch einer. Komm ran. Wer ist das? Jupp, hier. Okay. Ich wollte nur kurz den. Ist noch einer tot, auf den wir warten sollen, oder? Ja, wir warten auf René. Und auf mich. Und auf Viper.
Ist es eigentlich erlaubt, dass sie aus dem Fort rausgehen? Nein, deswegen wollte ich eigentlich hin. Also wenn das ist so, wenn die direkt an der Mauer bleiben, wenn die direkt an der Mauer bleiben, eigentlich schon. Aber also es ist so ein, es ist eine ziemlich harte Grenze. Okay. Ich persönlich als Server Admin und auch unsere Leute, wenn die Admins machen würden, die sind darauf ja gedrillt, wir hätten die schon längst geslayt. Nur das ist das erste rein und ne. Ja. Bitte. Die alle hüpfen. Warum hüpfen die? Einfach drüber laufen. Ja. Das ist aktuell nur ein Server-Admin da, oder? Ja. Ja. Der Stand ist noch spielt ja mit. Ja. Vielleicht sieht das ja auch nicht weiter. Wir stellen normalerweise drei Leute, ja. Also wir würden normalerweise drei Leute fallen. Direkt aufteilt als Linien laufen, gerade aufs Fort raus, sucht euch eure Wege selbst. Aber springen die da mit Absicht ganze Zeit irgendwo rein? Meine Muskete ist geladen. Hinter dir, wer auch immer gerade ins Haus gelaufen ist. Bin mit drin, Panda. Fuck. Hilf. Rechts oben auf der Bastille noch weiter. Wer läuft da vorne? Achso, das ist Viper. Viper, ja. Du bist gerade an der Grenze, ne? Ich weiß. Nimm den Stein da als Grenze und nicht weiter als Stein. Chris, lassen. Okay. Was ist da los? Und macht er das jetzt wieder ohne Grund? Was? Chris, warum bist du gerade wieder ohne Grund getötet? Ich war im Nahkampf und der Typ hat reingeschossen. Also okay. Also, anstelle von Viper hätte ich erst noch auf Chris gewartet. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Also anstelle von Viper hätte ich auf Kaffee und Chris gewartet. Jetzt sind wir schon vorne, Buddy. Nö. Buddy? Hm? Okay, gut. Weg ist es. Bestimmt gleich auf das Vor. Wurde angeschossen. Erstochen. Siehst du, jetzt können wir direkt loslaufen. Und wir können los. Komm. Shit. Chris. René! Wo ist René? Er ist heute gut gelaunt. Wo ist René? Wo ist er? Wo ist René? Viper, wo ist René? Ich weiß, er ist doch schon da. Ist er. Okay, dann können wir weiter. Ich bin auch mir nach einfach. Helsing, geh mal in den Nahkampfmodus. Danke. Rechts oben sind noch welche auf der Mauer. Noch mal einmal draufstechen. Rechts, ganz rechts. Über den Bergpass da.
Ne, noch weiter geradeaus. Jetzt da hoch. Dann noch da natürlich nach links. Könnt ihr nämlich geschützt laufen und das soll ich sehen durch die Bäume und sonstiges Gesicht hat gesperrt. So kommen wir an die Mauer ran. Entscheidet euch, was ihr macht, ob ihr stürmen wollt, ob ihr warten wollt. Ich meine, Verbündete kommen noch. Ihr könnt auch von hier aus jetzt einfach schießen. Ich würde noch ein Stück warten, dann ist nochmal ein größerer Ansturm. Außerhalb. Autsch. Immer dasselbe von diesem Nummer 88. Und wir gehen gleich mit vorne ran. Gleich aufteilen und... Sind noch hinter uns, sind noch hinter uns. Drehen wir um. Drehen wir jetzt auch um. Sonst werden wir noch gesplayt. Achtung, Holze. Hallo, Karten. Hi. Danke. Ach, schau. Vorsicht, Viper. Ja, hab's gesehen. Kommt noch einer von uns? Da ist noch einer. Komm ran. Wer ist das? Jupp, hier. Okay. Wollte nur kurz den... Ist noch einer tot, ob sie mir warten sollen, oder? Ja, wir warten auf René. Und auf mich. Und auf Viper. Ist es eigentlich erlaubt, dass sie aus dem Voraus gehen? Nein, deswegen Nein. wollte ich eigentlich hin anschauen. Also wenn, das ist so, wenn die direkt an der Mauer bleiben, wenn die direkt an der Mauer bleiben, eigentlich schon. Aber, also, es... ist so ein... Es ist eine ziemlich harte Grenze. Okay. Ich persönlich als Server-Admin und auch unsere Leute, wenn die Admins machen würden, wir sind darauf ja getrillt, wir hätten die schon längst geslayt. Nur, das ist das erste rein und, ne? Ja. Bitte? Die alle hüpfen. Warum hüpfen die? Einfach drüber laufen. Ja. Das ist aktuell nur ein Server-Admin da, oder? Ja. Ja. Der Stanislav spielt ja mit. Ja. Vielleicht sieht das ja auch nicht, weil... Wir stellen normalerweise drei Leute, ja. Also wir werden normalerweise drei Leute fallen. Direkt aufteilen, als Linien laufen, gerade aufs Fort rauf, sucht euch eure Wege selbst. Aber springen die da mit Absicht ganze Zeit irgendwo rein? Meine Muskete ist geladen. Hinter dir, wer auch immer gerade ins Haus gelaufen ist. Bin mit drin, Panda. Fuck.
Rechts oben auf der Bastille noch weiter. Wer läuft da vorne? Achso, das ist Viper. Viper, ja. Du bist gerade an der Grenze, ne? Ich weiß. Nimm den Stein da als Grenze und nicht weiter als den Stein. Chris, okay. Was ist da los? Macht ihr das jetzt mal? Wieder ohne Grund? Was? Chris, ach, warum bist du gerade? Wieder ohne Grund getötet? Ich war im Nahkampf und der Typ hat reingeschossen. Also, okay. Also, anstelle von Viper hätte ich erst noch auf Chris gewartet. Ich weiß, ich hab's nicht gerade gesehen. Also anstelle von Viper hätte ich auf Kaffee und Chris gewartet. Jetzt sind wir schon vorne, Buddy. Nö. Buddy? Hm? Okay, gut. Weg ist es. Bestimmt gleich auf das Vor. Wurde angeschossen. Erstochen. Siehst du, jetzt kann man direkt loslaufen. Und wir können los. Komm. Shit. Chris. René! Wo ist René? Er ist heute gut gelernt. Wo ist René? Wo ist er? Wo ist René? Viper, wo ist René? Ich weiß, er ist doch schon da. Ist er. Okay, dann können wir weiter. Ich bin auch mir nach einfach. Helsing, geh mal in den Nahkampfmodus. Danke. Ich hab ne Idee. Da bräuchte ich mal mehr Leute. Ja, halt. Der eine Teil geht hier vorne bis zur Mauer und wartet da. Der andere Teil stürmt dann in der Mitte rein. Und während der in der Mitte reinläuft, ablenkt, kommt wir dann dazu, weißt du? Sind Raketenwerfer erlaubt? Ich glaube nicht. Links von uns steht einer. Hat eingepackt. Stimmt. Achtung, Leute.